Oh, gegen das Schwein. The Pig. Das könnte lustig werden. Warum kommt Claudette nicht her? Kein Ruin. Muss gucken, dass das nicht gleich aus irgendeiner Ecke gesprungen kommt. Wenn es das Schweinchen ist, hat sie bestimmt Nöte dabei. Müssen wir die Totems auf jeden Fall kaputt machen. Da ist schon eins kaputt und da wird auch schon jemand gejagt. So, ich bin schon wieder dabei. Na, 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 na. So, ich habe ja noch Frontal dabei. Vielleicht kann ich das ja mal benutzen. Golem, hey! Hi, schön, dass du reinschaust in den Stream. Na, wie geht's dir so? Erzähl mal. Bisschen das Schweinchen ärgern. Sie ist sehr blind. Sie braucht eine kleine Sehhilfe. Gegen so ein Schweinchen spiele ich gerne. Ich spiele echt gerne gegen das Schwein. Also nicht, weil ich finde, dass es schwach ist oder so, sondern ich sehe es einfach gerne. I love Pig. Ach, du hast doch Urlaub. Großartig. Reicht der Urlaub noch bis Weihnachten oder hast du vorher schon wieder Arbeit? Arbeit, Arbeit. Ja, bei mir ist alles gut. Ich führe ja das ruhige, stille, spießige Leben einer Mama, die von quasi zu Hause aus arbeitet, in Anführungszeichen. Und deswegen geht's mir auch ganz prima, auch in der Erkältungszeit noch. So, warum drängt sich mir der Verdacht auf, dass wir nicht alle Totems machen? Montag musste wieder. So, geht mal. Ich dachte, falls ich sie nochmal in den Keller bringt, das war der Hintergedanke, könnte ich hier rausspringen und versuchen, sie so daraus zu befreien. Das klappt natürlich nur bedingt. Ich weiß ja nicht, ob sie jetzt tunnelt. Sieht so aus, sie rennt da auf jeden Fall noch fleißig hinterher. Ich hoffe, die Claudette schafft es, ihre Falle abzustreifen. Was machst du denn, Golem? Was arbeitest du denn? Erzähl mal. Da hinten, das Tote muss ich auf jeden Fall noch machen.
Okay, dann mach du das mal fertig und ich mach das Totem hier schon mal. Genau, Clydia. Such dir mal selber welche. Echt? Ja, ist ja cool. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der bei sowas arbeitet. Sie braucht ein bisschen Backup hier. Da ist auch noch ein Totem. Sie tunnelt, alles klar. Sie lässt sich nicht davon abbringen. Vorsicht, Claudette. Ah, der tat. Nett. Aber jetzt hängen sie fest. Oh, böse. Coole Sache. Oh, jetzt renne ich erstmal schön in die Lücke. Sie bringt sie nach da oben. Aber warum tunnelt man jemanden, der schon verletzt ist? Wahrscheinlich, weil sie einfach nicht ganz ohne rausgehen möchte. Komme. Oh. Sie hat trifft eine Wahl. Was, da hinten ist er? Er hat mich hier nicht gesehen. Hat sie schon wieder auf Claudette abgesehen? So, sie kann nicht mit aktivierter Waffe, mit aktivierter Falle da raus. Das geht nicht. Das heißt, sie muss im Terrorradius zum Schwein sein dafür. Wollt mal gucken, was es hier noch so gibt. War eine sehr, sehr einfache Runde. Bis auf die arme Claudette, die hier gerade tot getunnelt wird. Oder auch nicht. Mal schauen. Eine gelbe. So, sie ist ihre Falle los. Aber ich weiß nicht, wo der andere Ausgang ist. Ich werde mal rausgehen. Damit die noch eine Chance hat, vielleicht durch die Luke zu entkommen oder was weiß ich. Weil die ist ja auch gar nicht in meiner Nähe gewesen. Wäre jetzt Quatsch gewesen zu warten. Damit verbaue ich hier bloß alles. GG, thank you. Und Daily fertig. So. Renne, raus mit dir. Run! Claudette, run. Du hast keine Zeit mehr für das Totem. Geh. So, wir haben es alle rausgeschafft. Alle vier. Oh. Da, 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 da. Da, 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 da. Schön. Ich sag ja, heute einen entspannten und so solo, dann läuft das. Ich weiß auch nicht, warum. Aha, okay. Aua. Heute klappt das Matchmaking überhaupt nicht. Gar nicht. Das war schon mal viel besser. Der arme Rang 13-Killer.